Hi, willkommen zurück zu Leverman, der Vlog, der Videoserie, bei dem ich einen Plattformer programmieren möchte. Jo, wir machen weiter mit unserem Separationsachsen-Test, beziehungsweise es ist kein Test, wir machen daraus eine Kontaktgenerierung und fangen jetzt an mit Liniensegment versus Box, also dieser Fall hier, und haben das letzte Mal schon erfolgreich SAT implementiert, das Separationsachsentheorem. Und ja, es funktioniert. Wir haben drei normale, die wir testen, also drei Achsen. Einmal die Achse für rechts, also einmal die X-Achse und einmal die Y-Achse und einmal die Achse für unsere Linie selbst. So, also die Senkrechte davon. So, und das funktioniert einwandfrei. Wir kriegen die kürzeste zurück. Was uns jetzt aber noch fehlt, ist, den nächstliegenden Punkt zu berechnen auf der Linie. Und bevor wir das machen können, müssen wir zuallererst das Gleiche machen, was wir in, Moment, ich glaube in Plain Box Kontaktgenerator, wo wir die kürzeste Distanz für eine jeweilige Richtung bestimmt haben. Genau dieses Verfahren müssen wir einsetzen, um die Punkte mit der kürzesten Distanz zu finden. Allerdings wollen wir nicht die kürzeste Distanz. Wir wollen nämlich sogenannte, jetzt brauche ich mal ein Zeichenbrett. Tipp. Mal gespannt, ob es funktioniert. Vorhin hat es Mucken gemacht. Oh, und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, Episode 51 oder sowas. Ja, wir sind Episode 51. Ich sehe schon, wie viele Episoden wir schon gemacht haben. Hey. Wir sind in Episode 51. So. Und wir sprechen jetzt über sogenannte Supportpunkte. So, was wir jetzt bisher gemacht haben, ist, wir haben hier unsere Linie. Und unsere Linie können wir uns auch als Ebene vorstellen. Und wenn es eine Ebene ist, ist das alles relativ einfach. Wir haben ein festes n. Das ändert sich nicht. Und wir müssen nur jeden dieser Punkte auf das n projizieren und die kürzeste Distanz einfach nehmen, also einfach den kürzesten Punkt uns merken. So, das haben wir ja gemacht und dadurch haben wir ja den Punkt hier rausbekommen. So, das ist die kürzeste Distanz. Allerdings nicht Distanz in Form von wie weit es voneinander entfernt ist, sondern eher die Distanz entlang der Richtung. Es hat nichts damit zu tun, wo die Linie sich befindet oder die Ebene. Es hat nichts damit zu tun. Es hat nur damit zu tun, in welche Richtung das Ganze ist. Weil wir müssen uns vorstellen, wenn das jetzt hier eine Ebene ist und das hier ist eine Ebene und das hier ist eine Ebene, dann können wir auch von vornherein sagen, es spielt keine Rolle, ob diese Punkte in Weltkoordinaten angegeben sind, das heißt mit unserem Zentrum reinberechnet oder ohne. Spielt keine Rolle, weil wir wollen ja immer nur den Punkt wissen. So. Und das haben wir vorher gemacht. Wir haben die kürzeste Distanz. Supportpunkte macht exakt das Gegenteil. Supportpunkte liefert für eine normale nicht den kleinsten Punkt, sondern den größten, der am weitesten entfernt ist von der Richtung her. Das heißt diesen hier und nicht diesen. So. Das heißt, wenn wir den kürzesten haben möchten, wenn das jetzt hier A ist und das ist B, dann wollen wir nichts anderes tun, als die Normale zu invertieren, damit Normal in die Richtung zeigt. Machen wir mal so, dass es auch wirklich spiegelverkehrt ist.
irgendwie so. Dann wandert der Punkt darüber. Und was haben wir hier? Die kürzeste Distanz. Das heißt, der Supportpunkt ist nichts anderes als die größte Distanz. Ist einfach nur umgedreht. Und man kann damit aber auch leichter arbeiten, weil wir hier mit größer arbeiten und nicht mehr mit kleiner. So. Und das ist der nächste Schritt, den wir machen. Wir suchen uns jetzt für die Box den Punkt raus mit der größten Distanz für unser n. Zusätzlich suchen wir uns noch einen zweiten Punkt, optional, der die exakt gleiche Distanz hat, beziehungsweise nahezu exakt gleiche Distanz. So. Das ist also der nächste Schritt, den wir jetzt implementieren. Wir gehen jetzt da rein in unseren Code und implementieren das. Wir können im Grunde, ja, das brauche ich nicht, ja, kopieren wir es einfach, wir sind faul. Kopieren wir den Part hier, gehen hier hin und unter getProjection rufen wir jetzt eine Funktion, bauen wir jetzt eine Funktion, die nennen wir getSupportPoints. Da kopiere ich den Code jetzt rein. Da kopiere ich die exakt gleichen Informationen von hier oben rein. Hier ändern wir einfach die Anzahl und Best Vertex A gibt es jetzt einen zweiten, nämlich Best Vertex B und das nennen wir dann nicht mehr Best Vertex, sondern wenn wir jetzt First ein bisschen abkürzen und das ist dann Second und das ist Least Distanz, also die größte Distanz. Und hier drehen wir den hier einfach um. Und wenn die identisch sind, dann sagen wir Second gleich V. Und hier machen wir jetzt ein Ergebnis, wo wir sagen, ja, irgendwo müssen wir sie reinspeichern, die Supportpunkte. Und dann sage ich jetzt mal, wir nehmen einfach, keine Ahnung, Output oder sowas. Und Offset. Und hier sagen wir Output Offset plus 0 oder beziehungsweise plus Result plus plus entspricht First. Und wenn wir einen Second haben, machen wir das gleiche, nur packen wir dann den Second rein und ganz am Ende geben wir jetzt aus, wie viele Supportpunkte wir gefunden haben. Ganz trivial. Die Information brauchen wir nicht mehr. So. Und was wir jetzt machen, wir berechnen jetzt einfach mal die Supportpunkte für B. Das heißt, wir sagen num support points B entspricht dem hier. Und da können wir genau die gleichen, halt nee, den hier nehmen, dann die normale nehmen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Supportpunkte selbst. Support Points B, New Vec 2F, maximal 2. Die kommen hier rein. Das muss ein Array sein. Und jetzt lassen wir sie mal ausgeben. Was wir sagen, Draw Point. Support Points B 0.x. Support Points 0.y und wir machen 4 mal wieder und unsere beliebteste Farbe rot wie immer. Und das Einzige, was wir noch machen müssen, die sind im lokalen Koordinatensystem von der Box selbst. Deshalb müssen wir einfach nur die Position von der Box hinzufügen. Das ist alles. So, das heißt Body B. Und jetzt schauen wir mal an, was für einen Punkt wir bekommen haben. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was vertauscht ist. Okay, sieht gut aus. Okay, der Supportpunkt wechselt. Das ist schon mal gut. Und es sieht auch korrekt aus. Jetzt
machen wir noch Folgendes. Wir sagen, wenn wir zwei Punkte gefunden haben, zeichnen wir den zweiten mit. In der anderen Farbe hier, CC oder sowas. Keine Ahnung, was da jetzt rauskommt. So. Ja, sieht gut aus. Ja, ist so ein Orange. So ein Gelb. So ein gelbliches. Ja, passt. Was wir jetzt nur noch machen müssen, um den Punkt auf die andere Seite zu bringen, ist einfach nur hier New Vec 2F Normal Multiskalar minus 1. Dass wir invertieren einfach die normale. Und schon haben wir die Supportpunkte für die Boxberechnung. Das ist der erste Schritt. Jetzt machen wir das gleiche für die Linie. Das heißt, wir definieren ein Array Supportpunkte für A. Und anstatt dass wir hier die invertierte Normale nehmen, nehmen wir die Normale, so wie sie ist. Hier Local Line Vertices. Hier haben wir nur 2 und hier mal A als Ergebnis. Und jetzt geben wir mal auch die A-Sachen aus. So, 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 so und so. Müsste alles sein. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir haben eine normale, geht in diese Richtung. Für die Box stimmt der Supportpunkt einwandfrei. Bewegen wir die Box jetzt in die Richtung, scheint es eigentlich zu funktionieren, wobei jetzt merken wir schon, hoppala, da stimmt was nicht, weil eigentlich müssten wir jetzt einen Supportpunkt bekommen haben, der auf der Seite ist. Beziehungsweise, um genau zu sein, unsere Normale ist die Senkrechte unserer Linie. Das heißt, wenn wir diese Normale jetzt auf diese Punkte hier projizieren, muss für beide Punkte die exakt gleiche Distanz rauskommen. So. Und was sehen wir? Was passiert? Es klappt irgendwie nicht so wirklich. Wir bekommen immer nur einen einzigen Punkt. Das heißt, wir haben irgendein Problem, irgendeinen Bug da drinnen. So. Um euch den Bug zu zeigen, gucken wir uns mal an. Erst selbst hier müssten wir eigentlich beide Punkte haben, weil sobald wir die normale haben, die so schräg nach oben guckt, brauchen wir beide Punkte. Gucken wir mal kurz auf die Uhr. 2 Minuten, das ist okay, das passt, kriegen wir noch hin. So, da erkläre ich zumindest mal, was das Problem ist. Wenn wir jetzt mal da reinsteppen in unseren Code. Machen wir ein bisschen mehr Platz. Und wir machen mal F5. Und wir kommen hier mit unserer Normale rein, mit den 2 Punkten. Finden die kürzeste Distanz. Wir merken uns die jetzt mal. Diese 10, irgendwas. Und nehmen einfach mal einen Editor oder so. Das heißt, das ist aktuell Least. Distanz. Und wenn wir jetzt weiter gucken, wir projizieren die nächste drauf, bekommen wir eine, die sieht ähnlich aus, fühlt sich auch ähnlich an. Allerdings sehen wir gleich, hoppala, da ist ein kleiner Präzisionsfehler. Es ist, und das kommt halt davon, weil die Linie halt gedreht ist und wir mit Floats arbeiten. Mit Floats passieren nun mal solche Präzisionsfehler. Das heißt, wir müssen nicht einfach nur stur größer machen, sondern wir müssen uns eine Funktion bauen, die eine kleine Toleranz erlaubt, ab wann was überhaupt größer ist. Und das gleiche auch für Equals. Da müssen wir ebenfalls eine Toleranz einbauen. Und das machen wir das nächste Mal. Da werden wir dann einen Greater in Skalar einbauen oder sowas und einen Equals in Skalar. Da macht es eigentlich am meisten Sinn, weil das ist eine kleine Mathefunktion. Da gehört sie rein.
So, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Teil, weil ich brauche zwei Punkte, um hier richtig zu interagieren. Gut. Ja, machen wir das nächste Mal weiter. Also dann, bis dann. Ciao.